So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zur GPL-Hinrundenanalyse. Ja, es waren spannende Kämpfe, es waren Hacks dabei, es waren Tränen und Tote und, wollen wir nicht ins Detail ausschweifen. Nein, es waren auf jeden Fall super Kämpfe dabei, kann man einfach sagen. Und es hat mir auch unglaublich Spaß gemacht, das will ich zuallererst in den Vordergrund stellen. Dieses Feeling von der GPL ist ganz anders, Leute. Wenn ich einen Wi-Fi-Battle mache, ist mir das scheißegal, ob ich gewinne oder verliere. Mir geht es nur darum, dass es nicht möglichst mit Hack sein soll und der Bessere soll gewinnen. Darum geht's. Aber in der GPL musst du ja jeden Zug eigentlich dreifach überlegen, weil wenn du verlierst, einen Sieg kann dich drei Tabellenplätze runterfallen lassen, alles andere. Und ja, ich bin jetzt auf dem zweiten Platz in der Rückrunde mit, ja, ich glaube, 9 Punkten Abstand auf den ersten. Also ich tue mir da keine Hoffnungen mehr machen. Mein Ziel von Anfang an in der GPL war es, ich bin da nicht irgendwie klein kariert gewesen. Ich habe von Anfang gesagt, ich kann gewinnen und ich möchte auch gewinnen. Das war mein Ziel. Manche sagen, Top 6 reicht mir, ich will aufs Treppchen, das wäre schön. Ich habe mir von Anfang an zum Ziel gesetzt, ich habe die nötige, ich sag mal, Competitive Erfahrung und Skill, dass ich es gewinnen könnte. Aber naja, am Ende ist es halt anders gekommen. Jetzt hat Preston einfach mal alles gewonnen. Ja, kann man nichts machen, ist einfach so. Und ich denke nicht, dass er sich noch einholen lässt. Klar, kann noch alles passieren, das stelle ich nicht in Frage, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Aber naja, wir tun uns einfach mal überraschen lassen. Und jetzt werde ich das machen, wozu dieses Video auch geplant ist, nämlich hier jeden einzelnen Kampf mal kurz ansprechen, was an dem Kampf so cool war, was den Kampf ausgemacht hat und so weiter. Also als allererstes haben wir gegen Kaffee Krone gespielt, war ein schöner erster Kampf. Natürlich hat man am Anfang sich noch nicht, 100% gekannt. Klar, war die GPL, glaube ich, schon 2 Monate da vorne, Konfi, wir kennen uns alle sau gut. Aber vom Competitive Skill her kennt man sich ja jetzt nicht, kennt man sich noch nicht so übel krass. Und man kennt die Competitive Pokémon noch nicht. Man weiß ja noch gar nicht, wie er sich spielt, weil man sich noch gar nicht auf die Kämpfe vorbereiten kann, weil es ja der erste ist. Und bei Kaffee Krone war es echt ein guter Kampf. Es war halt der eine Double Crit dabei. Mit Ampharos killt durch den Crit mein Bisafloor. Das hätte sich dann weiter durchstollen können, war halt so. Und da hatte ich echt ein Problem, weil dann kam Krebutak und ich hatte nichts mehr gegen die Wasserdüse einzusetzen. Es hat einfach alles gekillt bei mir, diese scheiß Krebutak, also hätte alles gekillt. Aber mein Digaspie, wenn ich es brauche, ist es an meiner Seite. Crittet zurück mit den Ruckzucki. Ich glaube, nachdem ich gekalkt habe, war es sogar ein Ruckzucki-Crit, der gemandert hat. Also Double Crit war dabei, der hat es ungefähr neutralisiert. Am Ende wurde es dann aber da doch noch souverän runtergespielt von mir, da Kaffee Krone den Fehler gemacht hat, beziehungsweise seine letzte Chance genutzt hat, mit Urgesang einzuschläfern. Da das aber nicht geklappt hat, war er in der Kampfform und ich konnte ihn natürlich dementsprechend in der Psychokinese sofort rausnehmen, jedenfalls sein Meduetta. Aber jedenfalls war es ein schöner Kampf, das muss man sagen, und ja, war lustig mit dem Double Crit, also da lagen natürlich nach dem ersten Kampf die Nerven blank. So, dann kommen wir zum zweiten Kampf gegen Mert oder halt, die 64. Jetzt muss ich mir das erstmal merken, wie der überhaupt auf YouTube heißt. Ja, ich würde mal sagen, das war echt ein lustiger Kampf, weil er hatte echt, vor seinem Flunkiefer hatte echt Angst. Ich habe Flunkiefer davor gar nicht eingeschätzt. Da habe ich mal so, in Smogon so nachgelesen, warum das Ding eigentlich in Uber ist. Und dann schaue ich mir so den Angriff an und ich so, scheiße, ist das stark. Ich habe es einfach nie benutzt, ne, als es in OU war. Es ist so stark, es ist einfach übergerecht. Ich muss sogar sagen, dass es übergerecht ist, weil es einfach so unglaublich stark ist. Aber ich habe das nie so stark eingeschätzt. Ich hätte es echt benutzen sollen, als es nicht im Uber war. Naja, so ist das Leben. Jedenfalls hat er auch mich sau mit seinen Lashoking überrascht. Ich habe extra ein physisches Bisafloor mitgenommen, das dann mit Erdbeben doch sein Heatran ausgeschaltet hat. Ja, das war wirklich eine geile Situation. Ihr müsst euch einfach das Gesicht des Gegners vorstellen. Mert hat es, glaube ich, sogar mit Facecam aufgenommen. Und es war noch teils Hex dabei, das kann man nicht abstreiten. Denn Quajutsu hat sein Lashoking, das wirklich krass geboostet war. Ich glaube, es hatte zwei Eisenschädel. Nee, Eisenschild heißt es. Genau, Eisenschild und Call Mind drin. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie schon gesagt. Ich habe mir da jetzt nicht viel aufgeschrieben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und das werde ich so den Rest aus meinem Gedächtnis runterrattern. Also, das musste ich wegflinchen mit Dark Pulse und Para. Obwohl es ja auch mein Plan war, also ich will jetzt nicht, ich würde sagen, es war teils Hex, natürlich war es Hex, weil er die Para irgendwann bekommen hat, aber passiert halt, ne? Und am Ende war es eigentlich dann doch ganz gut runtergespielt, vor allem zum Beispiel habe ich sein Heatran ganz einfach ausgeschaltet, dann ist der DC gekommen, obwohl beide noch online waren, sind halt die Server, wenn halt beide online sind, sind es meistens die Server, oder wenn der eine sieht, dass der andere online ist, der andere aber nicht sieht, dass der andere online ist. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Also wenn beide online sind, aber sich gegenseitig nicht mehr sehen, das sind es eigentlich auch die Server. So ist das immer. Und ja,
dann war das am Ende ein schöner Sieg für mich, denn sein Chris, genau, sein Victini konnte am Ende nicht mal Cresselia one-shotten, sowas, genau. Ja, dann kommen wir zum dritten Kampf gegen Present, das war wirklich ein, wow, das war bis dahin einer meiner besten, wirklich Competitive-Kämpfe. Wir haben ja da währenddessen noch geskypt und da war bei jedem Predict dann, scheiße und so weiter dabei. Also war auf jeden Fall ein saugeiler Kampf. Am Ende hat es dann halt einen Fehler von mir ausgemacht. Am Ende war es eigentlich so eine super Situation für mich. Mein Cresselia kam einfach mit 8 KP, ich weiß nicht mehr wie viel, rein in seine Tarnsteine. Also das habe ich dann super predicted, dass er seine Tarnsteine rauslegen will. Und ich konnte mich mit Mondschein aufsetzen. Das Problem war, er bringt seine ganze Ladung Stachler raus. Und ich, Idiot, vergesse einfach, dass er eine Explosion drauf haben könnte. Ich greife ihn an, anstatt mich weiter hochzuheilen. Bis ich ganz voll bin und sicher sein kann. Aber nein, dann geht er auf die Explosion. Und ja, die hat die Cresselia rausgenommen, hat sie nicht. Aber sie hat auf jeden Fall so viel Schaden gemacht, dass eine Rückkehr reichen würde. Und da war der entscheidende Punkt. Ich habe Cresselia, glaube ich, sterben lassen. Und danach noch Bisaflor sterben lassen, weil ich einfach gehofft habe, komm, eine Rückkehr überlebe ich, aber was hatte ich da für ein Wunschdenken? Ich dachte einfach, alles stirbt. Und dann kam ein Blissey rein mit dem Beulenhelm und der Beulenhelm hat tatsächlich ausgereicht, dieses Pinsir noch zu killen. Das war so dumm von mir, dass ich den Beulenhelm einfach vergessen habe. Aber bei so einem Kampf vergisst man halt was. Und es war meine eigene Dummheit, dass ich diesen Kampf noch verloren habe. Denn ich hatte ja noch mein Bisaflor, das hatte noch gut KP. Und ich hatte noch mein, weiß ich gerade gar nicht auswendig, ich glaube Chris... Nee, Cresselia habe ich ja geopfert. Ich glaube, mein Quajutsu. Ich weiß es nicht mehr 100%. Jedenfalls hatte ich noch die Chance, es zu gewinnen. Sein Pinsir wäre weg gewesen. Und ja, habe ich halt durch meine eigene Dummheit verloren. Ist halt so. Aber ja, das war unsere erste Niederlage. Und da hatte ich schon so... Scheiße. Der Kampf wird bestimmt irgendwann nochmal wichtig. Irgendwann werde ich mich nochmal dumm und dämlich dafür ärgern. Also nach dem Kampf habe ich mich echt geärgert, weil es halt einfach meine eigene Dummheit war. Aber naja, so ist Pokémon. Baut auf Dummheit auf. Wow, wir labern hier schon wieder 7 Minuten rum, aber es wird jedenfalls ein gechilltes Video. Dann kommen wir zum Kampf gegen Shiro. Also, ja, gegen Shiro war es eigentlich so das sicherste Spiel ever, also für mich gewesen, weil ich habe immer nur sicher gespielt. Immer. Ich habe einmal predicted, dass er auf D-Dance gehen will, wobei ich danach sogar nachgekalkt hatte. Sogar einen Flammenblitz hätte ich überlebt, wenn er sofort auf Flammenblitz gegangen wäre, weil ich ja die Speckschicht hatte. Also war es eigentlich ein großer Missplay von ihm, auf den D-Dance zu gehen und auf mein Auswechseln zu hoffen. Er hatte sich ja auch dann, glaube ich, noch gedacht, dass ich das Physische bin mit Erdbeben, obwohl an dem Matschbaum mir ganz normal gereicht hat. Und ja, war auf jeden Fall dann am Ende nochmal schön souverän runtergespielt. Ansonsten gab es, glaube ich, keine Highlights. Und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ansonsten war es auch, ich glaube, ein hexfreier Kampf. Es war alles schön runtergespielt und ja. So, dann kommen wir zum Kampf gegen Joey. Oh Gott, Leute, Diggersby, erste Runde. Ich predikte wieder in der ersten Runde, was ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz ist. Predikte bitte nicht in der ersten Runde. Das kann das ganze Match von Anfang an entscheiden. Spiel lieber sicher und kassieren Wall Switch oder so. Aber bitte predikte nicht. Und was mache ich? Ich predikte und Diggersby stirbt in der ersten Runde. Oh Mann, Leute, das war ein Rückschlag, aber ein Rückschlag des Todes. Aber am Ende habe ich es dann noch ungefähr hingebogen mit ein paar guten Plays, aber immer noch war er immer einen voraus, weil dieses Diggersby weg war. Hätte mir echt was gebracht. Und am Ende, ja, ihr wisst es alle. Tastfluch, Apokalyp, du bleibst in meinem Herzen, bis ich sterbe. Echt, das war das Einzige, was mich gerettet hat. Joey hätte einfach mit seinen Voltulets durchgestreamt. Aber der Tastfluch hat genau dann gewirkt, als ich es gebraucht habe. Dann konnte ich meinen Bisaflor aufsetzen und wieder hochheilen. Dann hat er irgendwann zwar den Drop gekriegt mit dem Käfergebrumm, habe ich aber dann halt schlau predicted, habe mein Quajutsu geopfert, weil, ja... Was soll ich mit einem Quajutsu gegen einen Scarfall-Tooler? Er ist ja immer noch schneller. Und dann konnte mein Bisaflor am Ende doch noch sein Donphan kaputt hauen. Und ja, das ganze Team noch kaputt machen. Aber es war auf jeden Fall nur Hex. Nur Hex, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war Hex. Er hatte einfach besser gespielt, hätte den Sieg ganz normal verdient gehabt. Und wir hätten, ja, wieder eine Niederlage. Aber so ist Pokémon, was soll man machen? Ja, dann kommen wir zum Kampf gegen Fnupa. Und da... Stone Age, Leute. Hat sie nicht zweimal miteinander gefehlt, damit ich die scheiß Robustheit kriege und seine Metallstoß umgehe. Und seine Robustheit kaputt mache? Nein, sie geht einfach zweimal daneben. Warum? Ja, weil ist halt Stone Age, ne? Und seitdem spiele ich keine Stone Age mehr. Nee, Leute, ich spiele keine Stone Age mehr. Die trifft weniger, als dass sie, nicht trifft. Nee. Was? Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Irgendwas mit... Also, Stone Age trifft bei mir... häufiger nicht, als dass sie bei mir trifft. So, jetzt haben wir alles wieder hingekriegt. Und ja, ansonsten war es eigentlich, ja, am Ergebnis kann man schon sehen, ein 5-0.
Er hatte eine lustige Kombo aus Galagladi und Gardevoir dabei, aber das hat man, ich glaube, es war noch keine Hex dabei, also wirklich keine Hex. Und am Ende war es dann alles sicher ausgespielt, also 5:0 spricht er eigentlich schon für sich. Und ja, dann kommen wir zum Kampf gegen Klausi, genau, gegen Klausi. Da war es auch lustig, da hatten wir einen Double Crit, also sein Gardevoir crittet mein Apokalypse und ich critte mit meinen Spukball? Sein Gardevoir. Jetzt, was hat denn mehr gemattert? Keine Ahnung, ich weiß es jedenfalls nicht mehr. Also auf jeden Fall war das so eine entscheidende Situation. Und dass sein Maxax verwirrt war. Denn sein Maxax war, wie ich dann... Ja, ich war ziemlich verwirrt, weil ich wusste nicht, ob er jetzt das eine Scarf, das andere Bandit, das andere Life Ops, weiß ja auch der Kampf, spielt. Und deswegen wusste ich auch nicht, ob er gescarft ist. Und er war tatsächlich gescarft, hätte wahrscheinlich mit einem Outrage sogar mein Quajutsu gewone-shottet. Ich weiß gar nicht, war ich Focus Sash oder... Ich weiß es auch nicht mehr, kann auch... Aber ich hatte tatsächlich so viel Glück, dass er sich dann selbst trifft und ja, wie es dann am Ende ausgegangen wäre, wenn er noch mein Quajutsu ausgeschaltet hätte und sein Maxax schön mit einem Scarf hier durchhaut. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen, Leute. Das ja, ist halt Pokémon und ich will da auch nicht weiter spekulieren. Hätte ich natürlich auch noch verlieren können, keine Frage. Aber ich habe zum Glück gewonnen und ja, sein Skelabra war auf jeden Fall auch ein gefährliches Pokémon. Aber naja, so. Der nächste Gegner ist Marboy. Sieht man ja schon am Ergebnis, ne? Also 6:0 und es war kein Sweep, Leute. Also jetzt mal zum Klarstellen, Leute. Also Morball und ich haben halt gekämpft, wir haben auch geskypt und so. Und er hat mich halt einfach mit einer Kehrtwende gecrittet. Also wirklich überkrass gecrittet, weil ich hatte einen Reflektor draußen und er crittet, das heißt, der Reflektor wirkt auch nicht mehr und hat mich fast gekillt. Und dann hat sich Morbo im Kopf gedacht, nein, den Hex wollte ich nicht, weil ich habe mich davor auch voll für Hex entschuldigt, weil ich habe seinen Xerox paralysiert, obwohl ich die Paralyse gar nicht gebraucht habe. Weil Xerox hätte mich da mit einer U-Turn zwar angegriffen, aber was, ja, sofern die nicht crittet, wie die danach, hätte sie auch nicht den Überschaden gemacht. Und deswegen hat er sich gedacht, ach komm, ich könnte jetzt mit meinem Fiaro dieses Cresselia killen, wenn ich einfach auf Brave Bird gehe. Aber er hat sich dann im Kopf gedacht, ach komm schon, ich gehe einfach auf Conkeldurr. Ja, und dann nahm alles seinen Lauf, ich habe mich einfach wieder hochgesetzt, ja, aber am Ende war es dann wirklich, muss man so sagen, outplayed von der feinsten Sorte, ein 6:0 ohne Sweep spricht schon für sich, ich habe keins meiner Pokémon sterben lassen und am Ende doch noch alle seine Pokémon kaputt gekriegt und ja, Morboys Gnade habe ich dann den Kampf genannt, in Wirklichkeit wisst ihr ja, wie es gemeint ist, Leute, also war so ein kleiner Gag, aber naja, es war auf jeden Fall der, ja, ich glaube, das war bisher das einzige 6:0 in der ganzen GPL, das auch vom Outplayen her so war, also so vom Skill her. Also kein Sweep und kein V-Razor, alles kaputt geflinchte, den armen Fnooper, alles kaputt geflincht, was zum Flinchen war, hat jeden Crit gekriegt, den er gebraucht hat und war auf jeden Fall auch ein lustiger Kampf. Also ich glaube, das war der einzige 6:0, so 5:0 gab es ja schon viele, zum Beispiel den gegen Fnooper oder, ach, wir hatten noch 5:0 gespielt, ich glaube, Present hat gegen Shiro 5:0 gewonnen oder so. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Kämpfen, wo ich mal, ja, die letzten drei Kämpfe, da wo es dann schon sich zum Ende geneigt hat, gegen Razor. Diese Zorak, Leute, das hat mich jetzt zerfetzt. Man muss aber auch noch mal sagen, dass ich krank war und ich hatte auch nicht so viel Lust auf Pokémon. Wir haben den Kampf, glaube ich, auch vorgeschoben, damit er mir die Capture-Card-Datei schicken kann. Aber jedenfalls hat mich sein Zorak wirklich zerberstet, also... Das hätte ich echt besser machen sollen. Dann habe ich mich auch noch verklickt. Also ich wollte auswechseln mit Diggersby, um natürlich seinen Tiefschlag zu predikten. Aber nein, ich bin irgendwie, ich glaube, auf U-Turn? Nee, was für U-Turn? Diggersby kann sogar U-Turn. Ich weiß es nicht jedenfalls. Ja, habe ich mich verklickt, habe Diggersby geopfert. Das hätte nochmal wichtig werden können. War ein Misplay von mir und danach hat sein Rio, hat er mit seinem Mixed, fucking Mixed, Zorak, ich einfach mit meinem Rio Neo einfach kurz einen Prozess gemacht. Da kann man einfach nur sagen, outplayed, habe ich ja dann auch geklatscht. Ja, er hat einfach besser gespielt. Am Ende hat er noch mit seinem Nidoking mein Hytera gecrittet. Das war sogar ein entscheidender Crit. Er hätte vielleicht irgendwann das Gift bekommen, aber mit Weichei hätte ich mich ja immer weiter hochgeheilt. Und irgendwann hätte ich auch Aromacore einsetzen können und er wäre zum Auswechseln gezwungen geworden. Zum Auswechseln wäre er gezwungen, so, sagen wir es so. Und ja, aber wie schon gesagt, das war genauso wie bei Klausi. Bei Klausi hätte ich ja auch verlieren können, sich nicht selbst verletzt hätte. Und deswegen will ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Verdienter Sieg des Zorak hat es halt rausgeholt. Und ja, damit hatten wir zwei Niederlagen, ich glaube, sieben Siege? Weiß ich gerade nicht. Ich schaue danach am Ende die Tabelle einfach an. So, dann Surskit, oder Daniel halt. Ja, es war jetzt der überspannendste Kampf nicht. Er hat sich halt in die Länge gezogen, weil er einfach oft gecrittet hat.
Ja, wobei ich danach erfahren musste, dass Crits nur noch 1,5 mal so viel zählen. Also ich habe das komplette Competitive-Jahr mit der Lüge gelebt, dass es immer noch zweimal so viel abzieht. Aber nein, es zieht ja jetzt nur noch 1,5 mal so viel ab. Heißt, der Crit auf Hytera hat gar nicht so gemattert, glaube ich. Ja, so war es dann am Ende. Der auf Diggersby hat, glaube ich, dann gemattert, oder? Dann wäre es ein Diggersby-Sweep geworden. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich mir hier als Notiz dazu geschrieben, dass ich einfach in den entscheidenden Situationen richtig gespielt habe und auch outplayed habe. Zum Beispiel als er, was war das zum Beispiel? Der Gyro-Ball auf Simsala, dass er da drin geblieben ist. Ich hätte auch nicht gewartet, dass der ihn auf seinen Fokus-Sash runterbringt, aber... Und was gab es da noch für Szenen? Zum Beispiel, dass sein... zum Beispiel Wishu, genau, Wishu ist drin geblieben. Er hat meine Kehrtwende predicted, ich bin aber auf den sicheren Sondersensor gegangen. Und das waren, und zum Beispiel ganz am Ende den Eisstrahl auf Brutalanda, also nicht auf die Kehrtwende. Und ja, ihr wisst, was ich meine, also in entscheidenden Situationen war ich da halt souverän überlegen. Und, aber es war auf jeden Fall ein saugeiler Kampf. Dann kommen wir schon zum letzten Kampf, jetzt habe ich mich langsam auch schon heißer geredet. Wir labern hier schon eine Viertelstunde, ich weiß gar nicht, ob sich das alle anschauen werden. Aber da lernt ihr halt einfach mal, was so die Gedanken hinter den Kämpfen waren und ja. Dann kommt Daumkino und da muss man einfach sagen, er hat besser gespielt. Zum Beispiel, es war ein bisschen Hexi, dass vorhin sein Milo, also dass sein Milotic mit 4 KP überlebt hat. Das war auch, schade, Schokolade. Aber Pokémon ist Hex, was soll ich machen? Ich habe Joey weggehext und seitdem, ja... Hex regen mich eigentlich nicht mehr so auf, aber sie gehören halt dazu, aber manchmal sind sie auch echt blöd, aber ja, Daumkino hat einfach besser gespielt. Am Ende hat er nochmal gecrittet und zwar mein V-Create auf Bisaflor gecrittet und ich hätte eventuell danach einen Patronenhieb überlebt. Er hat mir zwar dann geschrieben, dass er eventuell auf Aeroas gegangen wäre, weil er ja schneller gewesen wäre. Dann hätte ich wiederum auf Diggersby gehen können und so weiter. Aber das ist Gedankenspiel, das ich nicht mehr mache, weil Hex und Hex, die sind halt da. Und Daumkino hat am Ende einfach, ich glaube, besser gespielt. Ja, er hat einfach, er hat halt einfach einen Vorteil. Und ich musste halt den Play machen, weil ich muss ja durch den, wenn ich einen, müsst euch so denken, wenn man predicted, dann hat man ja den Vorteil gegenüber den Gegnern. Dann ist der Gegner wieder gefragt zu predicten, was ich mache. Und wenn der Gegner immer im Vorteil ist, musst du irgendwann predikten. Und wenn du halt nicht richtig predictest, bist du halt richtig geliefert. Und wenn du halt wieder predictest, dann ist es halt wieder offener und du bist wieder im Vorteil. Ist jetzt blöd zu erklären, aber jeder, der Competitive spielt, und das werden die meisten von euch, wissen jetzt, was ich meine. Und ja, Leute, dann sind wir am Ende mit 3 Niederlagen und 8 Siegen. 8 Siegen, genau. In die Rückrunde gegangen. Ich glaube, ich schaue jetzt einfach mal hier, Leute. Welcher Platz? Schauen wir uns mal unsere KD an. So. Also, wir sind der zweite Platz, haben 24 Punkte, haben 58 Kills, 39 Deaths, unsere Differenz ist dementsprechend 19, die zweitbeste, genau, ja, passt ja zum zweiten Platz, dann 8 Siege, genau, 3 Niederlagen, unentschieden, gar keins, und ja, wer ist denn Dritter? Der Nächste, der hinter uns ist, ist Shiro mit 21 Punkten und vor uns, ja, Precani mit 9 Punkten mehr, also, wie schon gesagt, habe ich am Anfang angesprochen, den noch einzuholen, das wird schwer, aber das Treppchen ist auf jeden Fall noch drin, Leute, in der Rückrunde, vielleicht auch der zweite Platz, vielleicht auch der dritte, ich weiß ja nicht, jetzt haben wir auch ausgewechselt und das wollte ich euch als Nächstes sagen und auch als Letztes meine Auswechslungen, was habe ich ausgewechselt? Bisaflor bleibt drin, genau wie Diggersby, Quajutsu bleibt drin, Kyurem Black geht raus für Conkeldurr. Dann Cresselia bleibt drinnen. Rioneo bleibt drin. Panferno geht raus für Victini. Hytera bleibt drin. Apokalyp bleibt drin. Schwalbos geht raus für Porygon 2 und Forstelka. Und man sieht es einfach, man sieht es auch in jedem einzelnen GPL-Titel. Bulkiger Diggersby Army, Leute. Das ist das bulkigste Team in der GPL, soviel ich weiß. Und ja, ich bin stolz drauf. Nein, Spaß. Also, ja. Ist halt meine Spielweise in der GPL, ist halt so. Wenn da welche ein Problem damit haben, kann ich das verstehen. Aber ich finde, es hat Erfolg, meine bulkige Spielweise. Und ja, das war's jetzt von der Analyse. Wie lange nehmen wir jetzt hier auf? Knapp 20 Minuten. Und wie schon gesagt, ich will mich nochmal für euren Support bedanken. GPL macht unglaublich viel Spaß. Auch immer schön eure Kommentare zu lesen. Immer richtig lange Kommentare. Gefällt mir richtig, wenn ihr auf den Kampf eingeht. Und so, also ich lese mir auch da alles durch. Und ja... Was kann ich abschließend noch sagen? Also ich würde mir jetzt, ja, mein Ziel in der Hinsicht ist es natürlich oben weiter zu bleiben. Den ersten Platz können wir uns höchstwahrscheinlich nicht ergattern, aber vielleicht eine endlich mal Present zum zum Verlieren bringen. Sonst wird das blöd. Razor und Present haben ja so eine geheime Wette ablaufen. Wenn Present wirklich alle GPL-Kämpfe gewinnt, kriegt er ja eine Capture-Card von ihnen spendiert. Schauen wir mal, ob das noch was wird.
Und ja, ansonsten weiß ich gar nicht, ihr wisst immer, ich kann nie Videos beenden. Ich überlege halt immer noch, ob ich irgendwas sagen will, obwohl ich mir alles aufgeschrieben habe. Deswegen werde ich denken, nee, ich muss mir nichts immer aufschreiben. Und deswegen sage ich euch, ja, ausführliche Analyse. Jetzt wisst ihr, was ich mir gedacht habe. Ihr wisst meine Auswechsel und alles andere. Und ich freue mich schon auf die Rückrunde. Und der Rest von Änderungen und, ja, vielleicht sogar Teilnehmeränderungen wird, ich glaube, bei Razer hochgeladen oder so. Diesen Sonntag, also heute. Ich weiß ja nicht, wann denen ihr Video kommt und wann jetzt meins kommt. Also meins kommt heute noch. Also heute ist jetzt der 30.11. Es ist 11.06 Uhr. Ziemlich früh. Ich muss Oras weiterspielen. Hab jetzt 7 Orden, Leute. Und ja, ich kann Videos nie beenden. Ja, Leute, schaut auf jeden Fall bei den nächsten GPL-Kämpfen vorbei und den anderen Teilnehmern. Und damit sage ich euch, danke fürs Zuschauen. Ich brauche jetzt erstmal einen Tee.